Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen hier direkt weiter, die ganzen Büsche zu fällen. Über 100 Stück waren es. Jetzt sind es schon bloß noch 51. Und wenn wir das geschafft haben, müssen wir bloß noch ein paar Holzbäume. Holzbäume. Schön. Gibt es Bäume, die nicht aus Holz sind? Nein, ich glaube nicht. Ein paar Bäume fällen. Und die noch lagern an einen Ort, der uns bis jetzt noch unbekannt ist. Aber wir bekommen einen Gabelstapler dafür und auf den bin ich natürlich ziemlich heiß. Sollten mal gucken, ob wir dann eventuell unseren Fuhrpark in der Werkstatt unterbringen. Oder ob wir doch den Fuhrpark überall verteilen auf der Map, dass wir überall mit der Schnellreisefunktion hin und her kommen. Wir könnten natürlich auch mal ausprobieren, mit dem Bus zu fahren. Aber ich habe gehört, die Ticketpreise hier sind ziemlich hoch. Wir schauen mal, vielleicht können wir noch ein bisschen feilchen mit dem lieben Busfahrer. Vielleicht können wir auch für den arbeiten. Auch mal ein paar Nagelpistolen oder Nägel in seine Reifen rein und sagen, mein Freund, jetzt fährst du uns kostenlos, ansonsten wirst du jeden Morgen wach und hast Nägel im Reifen. Boah, hier, wie viele Büsche das auf einmal waren. Also die Kettensäge, das ist wirklich was Gutes, da haben wir uns keinen billigen Scheiß gekauft. Da bin ich sehr froh drüber. Wie viel haben wir denn noch? 5 Büsche haben wir noch. Ich wette, wir suchen wieder einen, den wir nicht finden. Obwohl die Büsche hier um einiges größer sind, gefühlt, als die anderen, die wir sonst immer abfällen müssten. Mussten, nicht müssten. Mal schauen. Ein Busch noch, und da steht da. Hey, wir mussten nicht danach suchen. Ich fasse es gar nicht. Dann machen wir uns jetzt noch schnell an die Bäume. Attacke. Das macht mir bisher immer noch am meisten Spaß, weil es auch ein kleines Minispiel ist. Also auch wenn es jetzt nicht unbedingt schwierig ist. Nach den ersten beiden Bäumen hat man da schon etwas den Dreh raus, dass man das ordentlich hinkriegt. Aber trotzdem. So einen Baum zu fällen, das würde doch jeder gern mal machen, oder? Äste entfernen. Wir machen das jetzt Baum für Baum. Dass wir nicht erst alle fällen und dann anfangen Äste entfernen und dann zerschneiden, sondern ich würde jetzt einfach wirklich Baum für Baum machen. Vielleicht können wir uns ja später noch Angestellte holen, die den Spaß dann hier für uns erledigen. Wäre natürlich auch cool, dass wir bloß noch am Fällen sind und unsere Angestellten müssen sich um Äste und das Zerteilen kümmern. Ja, komm schon. Da kämpft's ein bisschen. Aber trotzdem schafft die gute Kettensäge das. Ist unser bester Freund. Wir schlafen zwar immer mit dem Baugerüst abends ein. Aber das weiß ja die Kettensäge nicht. Huch. Wir könnten uns dann eventuell sogar schon mal das erste Waldstück dazu kaufen. Allerdings macht es momentan noch nicht wirklich Sinn, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wozu wir das brauchen. Also na klar, für Bretterproduktion dann, dass wir dann nicht Ewigkeiten so gehen, dass wir hier für unsere Nachbarn anfangen, Bäume zu fällen. Wir müssen ja auch mal unsere eigenen Stämme produzieren. Vor allem wollen die ja meistens behalten. War bis jetzt ja tatsächlich nur der eine, der gesagt hat, wir können die mitnehmen. Und bei dem anderen sind, glaube ich, 2 übrig geblieben. Vielleicht bleiben hier auch noch 2 übrig. Aber das ist ja keine Dauerlösung. Wir brauchen ja mal eigenes Grundstück und eigene Bäume. Und so, deswegen würde ich mir das Geld erstmal noch aufheben, bis wir wirklich an die Stelle gekommen sind, an der es Sinn macht. Nicht, dass wir anfangen, jetzt Geld auszugeben. Und dann bräuchten wir das eventuell noch für was ganz anderes. Das wäre natürlich alles nicht so cool. Naja, kriegen wir doch alles hin. Alles zu seiner Zeit. Wir haben auch gar nicht so viel Geld, ne? Sozialpunkte haben wir ohne Ende, aber Geld haben wir noch fast gar nichts verdient. Vielleicht soll man das Spiel auch ganz anders spielen. Vielleicht hätten wir uns erst um unsere Bleibe und Sägewehr kümmern sollen und dann später hier die Aufgaben. Dass wir am Anfang erstmal Geld machen, kann natürlich auch alles sein, aber wir brauchen ja schließlich auch die Werkzeuge, die Gabelstapler und den Greifarm. Und den kriegen wir ja nicht einfach so, sondern nur durch die
Aufgaben, die wir hier gerade erledigen. Deswegen glaube ich doch, dass wir es auf die richtige Art und Weise spielen. Und questtechnisch sieht es ja dann auch schon echt gut aus. Wir haben viel abgearbeitet. Wenn wir mal gucken. Wir machen jetzt gerade noch Triff Sascha fertig. Eine Bleibe wird auch bald beendet sein. Dann sind es schon bloß noch 3 Quests. Die Botanikerin würde ich hier danach auch noch besuchen. Da haben wir doch auf jeden Fall gut was geschafft. Sieben Bäume sind es noch. Wir zerteilen das bloß noch eben. Und dann haben wir noch restliche 7 Stück. Wo sind sie denn alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Alle da, wir brauchen keinen suchen. Obwohl wir Bäume bis jetzt eigentlich immer ganz gut gefunden haben. Ist ja auch nicht die schwierigste Aufgabe. Ja, komm her. Los. Und, Achtung, Baum fällt. Ich würde wirklich gerne mal probieren, was passiert, wenn wir uns drunter stellen. Wir dann einfach... Na, Nahrung werden wir nicht verlieren. Gesundheit haben wir ja gar nicht. Wir werden einfach nie krank. Wir brauchen keine Gesundheitsanzeige. Und zickidi zack. Baum zerteilen. Toter Stamm 6, Bäume gesamt 6, okay. Naja, da haben wir es doch bald geschafft, dann ist die Quest auch erledigt. Ich hoffe mal, dass wir für die Botanikerin jetzt nicht auch noch so eine Meisteraufgabe hier machen müssen. Eventuell stellen wir uns auch bloß kurz vor, wie bei dem Typen gerade mit seinem Laden, dass wir einmal wissen, dass die Gute da ist und uns einen leckeren Kräutertee macht, wenn wir das wollen. Dann geht's weiter ans Sägewerk und dann sollten wir doch hoffentlich endlich unsere ersten Bretter produzieren können. Nein, nicht wegrollen. Dankeschön. Hier nochmal die Äste entfernen. 5 Stück haben wir dann bloß noch. Das ist doch eine schöne Sache. Ich hoffe, ich finde die dann alle wieder. Nicht, dass hier einer aus Versehen wegrollt. Ich habe da die ganze Zeit Angst davor, dass wir eine Quest nicht abschließen können, weil es halt buggt, ne? Weil so ein Baumstamm wegrollt oder so ein Busch nicht da ist. Aber bis jetzt sieht es ja eigentlich relativ gut aus. Und danach nur noch 4 Stück. Nimmt er den anderen gleich mit? Nö, schade. Einmal hier. Einmal hier. Und noch einmal hier. Und einmal hier. Und dann haben wir es doch schon. 4 Stück noch. Sehr gut. Ach, ich möchte die ganzen Bäume gar nicht schleppen. Ich glaube, wir holen doch den Traktor. Obwohl das schon ganz schön weiter Weg ist bis hier oben. Da fahren wir echt lange. Mit dem Traktor hinten an den Bus anhängen und dann einfach mit dem Bus fahren. Da wäre ich auch bereit, ein Ticket zu löhnen. Schwarz fahren können wir ja wahrscheinlich nicht. Wäre zumindest zu schön, um wahr zu sein. Macht man nicht. War ein Spaß. Das ist Erschleichen von Leistung. Drei Stück noch, dann haben wir's. Bin mal gespannt, ob es noch bessere Werkzeuge gibt, ob man vielleicht noch eine coolere Kettensäge später kaufen kann, die das Ganze einfach doppelt so schnell macht. Gibt ja auch diese coolen Traktoren. Man kann es ja nicht mal Traktoren nennen. Also diese krassen Maschinen. Mit so einem heftigen Greifarm mit so einer Säge vorne dran. Die die Bäume fällen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Fernsehen. Und wenn wir sowas natürlich hätten, da wären wir ja hier. Und 10-mal durch mit der Quest. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. 2 Bäume noch. Sehr gut. Der hier und der da hinten noch. Und dann haben wir es doch geschafft. Und dann kriegen wir einen Gabelstapler. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele nette Nachbarn. Stellt euch mal vor, das wird im richtigen Leben so laufen. Ihr lauft einfach mal rum, geht zu eurem Nachbarn und sagt, ey, guck mal hier, da vorne dein Rolls-Royce. Brauchst du den noch?
Da würdest du den verkaufen. Ach, ich würde dir den schon verkaufen, wenn du den brauchst. Na, an Geld habe ich jetzt nicht so gedacht. Aber ich würde dir eventuell mal die Treppe wischen. Ja, dann wisch die Treppe. Bringst mir den Lappen dann wieder her und dann kannst du den haben. Das wäre doch mal eine schöne Welt. Was ist mit Charles? Die sind alle nicht ganz so glücklich hier, ne? Und wir können ja nicht viel dran ändern. Vielleicht sind sie glücklicher, wenn die Bäume hier alle gefällt sind und die Stämme weg. Ui, jetzt hätte ich es aber fast einmal verkackt. Was war das? Wollte einmal nach unten gucken, war traurig, der Kleine. Und da haben wir es geschafft. Bloß nochmal da vorne Ast entfernen. Dann noch zwei kurze Stiche, wollte ich sagen. Aber es sind ja keine Stiche. Zwei kurze Sägen. Zweimal kurz sägen. Klingt vielleicht besser. Und wir haben es. Sehr gut. Dann lasst uns schnell zurück zu der Frau am Tor. Und dann hoffen wir mal, dass wir nicht ganz so weit weg müssen mit den Stämmen. Hallo, Gute. Die Bäume sind alle gefällt. Wo willst du die Stämme hinhaben? Komm mit, ich zeige es dir. Ich hätte sie gerne in meinem Schlafzimmer. Komm, lauf da mal ein bisschen schneller. Du bist vielleicht arbeitslos, aber ich habe hier eine Menge zu tun. Komm, lauf. Sag mal. Ein Krampf im Bein oder was? Wenn ich renne, dann bin ich so. Wenn ich normal laufe, dann laufe ich schon um einiges. Guck mal, ich kann rückwärts laufen, ohne zu gucken. Und lauf gegen deine Scheune. Die repariere ich aber nicht noch, das kannst du vergessen. Wir könnten, okay, aber mache ich nicht. Lauf schneller. Oh Mann. Er hat auf jeden Fall ein ganz paar Schlaftabletten gefrühstückt. Vielleicht bin ich aber auch einfach viel zu hektisch. Ist ja das Landleben, da sind die alle so. Sie läuft auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Lagere sie hier, das ist nah genug. Und hier, für dich. Du brauchst Kraft für diese Aufgabe. Danke. Was haben wir bekommen? 4 Würste. Ich hätte zwar ihr lieber Wurst gegeben, aber wenn sie uns Wurst gibt, ist natürlich auch okay. Dann sind wir wieder bei 100, haben wir leider gerade 9 Punkte verschenkt. Aber ich bin sehr froh. Was? Neue magische Bohnen? Okay. Hochwertige Nahrungsmittel für hart arbeitende Menschen. Plus 55. Respekt dafür. Jetzt haben wir jetzt, die ist hierher gelaufen. Jetzt müssen wir sie hier vorne abliefern. Das hätte uns 5 Minuten Zeit gespart, wenn sie hier gewartet hätte statt dort. So langsam, wie sie gelaufen ist. Aber ich bin erstmal relativ froh. Huch. Bin erstmal relativ froh, dass es nicht so weit weg ist. Dann können wir den Spaß ja relativ schnell erledigen. Da brauchen wir nicht den Traktor holen. So, passt das jetzt? 25? 24, jo, passt. Nimm es auf. Den noch nicht gesägt oder was? Ist tatsächlich vergessen? Tut mir leid. War keine Absicht. 24 Stück noch. Naja, wird noch ein kleines Weilchen dauern. Aber am Ende trotzdem noch schneller, als wenn wir jetzt angefangen hätten, nochmal zurückzufahren, in den Traktor zu steigen, den hier hochzufahren und dann müssen wir auch wieder zurück. Ist ja alles Zeit, die man mit einberechnen muss. Und das hätte es nicht gebracht. Da vorne steht der schöne Gabelstapler. Ich hatte ihn noch gar nicht gesehen. Den gucken wir uns aber dann erst an. Erstmal schauen, dass wir hier die Arbeit vollendet kriegen. 23 Stück noch. Und dann haben wir das. Ich hoffe doch sehr, dass die Nachbarschaftsarbeit dann langsam mal aufhört. Auch wenn die Geschenke, die wir dafür kriegen, zwar relativ schön sind. Sag mal, habe ich ja auch noch vergessen, einmal durchzusägen. Was ist denn los? Ich dachte die ganze Zeit, ich bin fertig. Mann, sehr unkonzentriert bei der Arbeit. Sollte man als Holzfäller vielleicht nicht unbedingt sein. Könnte zu schweren Verletzungen führen. Und zack, 21. Bin so gespannt, was wir mit dem Sägewerk dann alles Schönes anstellen können.
generell auch den Handel, ob wir einfach nur ein Menü haben, wo wir Sachen zum Verkaufen anbieten können. Oder ob wir vielleicht doch hier zu den ganzen Nachbarn fahren müssen. Und anfangen, einen auf Staubsaugervertreter zu machen. So schön klingeln, dann Fuß in die Tür stellen und sagen, meine Bretter sind die besten im ganzen Land und lassen Sie sich überzeugen. Schauen Sie hier, mach mal so einen kompletten Beutel voller Sägespäne auf und kippen den, die Sägespäne, direkt ins Wohnzimmer. Dann holen wir so einen schönen Staubsauger raus, zeigen dem, dass die nicht wegzusaugen sind, weil das die besten Holzspäne sind, die es gibt in diesem Dorf. Und dann verklingeln wir den hier schön Stück für Stück ein paar Baumstämme. Mal gucken. Auch vergessen. Also entweder hat das Spiel jetzt gebuggt. Ich glaube fast eher, dass das Spiel buggt. Ich kann das doch nicht alles vergessen haben. Ich habe doch bei jedem Baum erstmal angefangen. Oder ich war wirklich so vertieft im Reden mit euch, dass ich bloß die Äste entfernt habe und weitergezogen bin. Wer weiß. Ist ja auch egal. So, 18 Stück noch. Hey, es geht voran. 26 waren es oder 27? Ich glaube 26. Und hier, wir haben mal einmal getrennt, aber nee, doch, das geht auch. Okay. Schlaf und Nahrung sieht soweit noch ganz gut aus. Ich war trotzdem erschrocken, dass wir bei 60 Schlaf zu müde sind, um Stämme zu schleppen. Weil es geht ja doch relativ schnell runter. Wir haben jetzt gerade mal noch 80. Wir haben es früh 9.10 Uhr. Wir sind erst vor, ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit wir aufgestanden sind. Aber ich glaube, sehr viel länger als 2 Stunden ist der Spaß noch gar nicht her. Und wir haben schon wieder 20 Leben oder Schlaf verloren, nicht Leben. Jetzt noch 20 weitere verlieren, dann können wir schon wieder keine Bäume mehr schleppen. Da ist das anstrengend hier mit den Stämmen, aber eine kleine Mittagspause. Dann sollte das doch auch alles wieder gehen, oder? Ich finde auf jeden Fall nach der Folge hier raus, wie wir uns hinsetzen. Dann können wir vielleicht doch einfach bloß mal kurz am Lagerfeuer entspannen und weiterarbeiten. Das werden wir höchstwahrscheinlich in Zukunft noch öfter brauchen, wenn ich sehe, wie schnell der Schlaf hier runtergeht. 16 Stück sind es noch, wir liefern gleich den hier ab, dann sind es noch 15. Und dann haben wir es doch auch in den nächsten 2-3 Minuten geschafft. Und uns gehört ein Gabelstapler. Wieder ein weiteres Fahrzeug im Fuhrwerk. Im Fuhrpark. Ist eine schöne Sache. Reicht das, wenn ich die hier hinwerfe? Jo, reicht auch. Und dann haben wir hier vorne, guck mal, die beiden noch. Die gehen ja relativ schnell. Dann sind es bloß noch 12 Stück. Und die hinteren, da müssen wir ein Stückchen länger laufen. Aber naja, alles machbar. 13 Stück noch. Wenn das mal nicht cool aussah, dann weiß ich auch nicht. Ich mag die Hintergrundunschärfe auch mit dem Vogel da oben. Sieht irgendwie schick aus, als wäre es so ein bisschen gemalt. Ölgemäldemäßig, so rum. Meine Aussprache und mein Deutsch sind heute schon wieder sehr, sehr gut. Ich sag das sehr oft, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es gibt Folgen, da klappt alles super und dann gibt es wieder Folgen, da verspreche ich mich so oft. Mir das im Nachhinein nochmal anschaue, da denke ich mir immer, Mann, hast du 3 Nächte durchgemacht oder was war da los? Habe ich aber nicht. Jeden Tag Punkt 22 Uhr geht's in die Haia, damit ich früh um 6 mit voller Elan anfangen kann zu Let's Playen. Elf Stück noch. Und die hier hinten haben wir ja anscheinend auch alle gesägt. Also hat mein Gehirn doch nur ab und zu mal versagt. Da bin ich ja sehr beruhigt. 76 haben wir noch. Hey, was macht denn der? Ach, wir stehen auf einem Stamm. Gleich bloß noch 10, sobald wir den hier abgelegt haben. Und dann haben wir bald einen Gabelstapler. Sehr, sehr geil. Ich freue mich. Auch wenn wir aktuell noch nicht wissen, wofür. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass wir das noch schnell rausfinden werden. Und das ist wahrscheinlich was mit denen Brettern zu tun haben wird.
Diese friedliche Stimmung, ist sie nicht schön? Und die Skisprungschanze, auf die bin ich noch sehr gespannt. Ach, ich freue mich drauf. Wir werden da schön mit der Christine hochfahren und dort einmal runterbrettern und mal gucken, ob wir dort Konkurrenz werden für Sven Hannawald oder wie der Typ auch immer hieß. Ich bin leider nicht so der Skisprungfreund. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich die Namen nicht richtig weiß, aber ich glaube, so war's. Und dann knacken wir aber hier mal den Schanzenrekord. Ah, obwohl, ich glaube, der alte Pickup hat nicht unbedingt einen Airbag, ne? Könnte gefährlich werden für uns. Wir machen einfach, wir speichern vorher. Oder ich hatte ja eh überlegt, hatte ich in den letzten Folgen ja schon mal angesprochen, dass wir mal einen eigenen Spielstand machen, wo wir einfach Sachen ausprobieren, mit Baum erschlagen und so weiter. Und dann probieren wir das vielleicht auch mit der Skischanze einfach mal aus. Wäre auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Naja, 8 Bretter sind es noch, oder 8 Stämme besser gesagt. Die werden wir dann Anfang nächste Folge hier vollendend vor ihre Scheune werfen. Und dann haben wir den Gabelstapler. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder. Bis dahin und macht's gut.